Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Dürfen wir als umweltbewusste Menschen überhaupt noch fliegen? Obwohl man weiß, dass jedes Mal, wenn man ins Flugzeug steigt, das Umwelt belastet wird und vor allem das Klima belastet wird. Aus Skandinavien kommt der Begriff der Flugscham, dass man sich offensichtlich schämen sollte, wenn man ins Flugzeug steigt und nicht in den Zug. Das ist heute unser Thema. Ich freue mich, dass im Podcast-Studio des Falter in Wien der Auer-Manager Walter Reimann gekommen ist. Guten Tag. Grüß Gott. Walter Reimann ist in der Auer für Umweltschutz zuständig als Vice President International und Aeropolitical Affairs, so heißt das. Ich freue mich, dass der Verkehrsexperte Christian Grazer gekommen ist. Guten Tag. Christian Grazer ist Sprecher des VCÖ, das ist die Abkürzung für Verkehrsclub Österreich. Das ist eine Organisation, die sich für ein ökologisches, verträgliches und sozial gerechtes Verkehrssystem stark macht. Also eine Art ÖMTC für die Grünen, könnte man das sagen? Nein, das ist falsch. Aber im gleichen Bereich tätig. Warum ist es falsch? Es ist deshalb falsch, weil wir einen umfassenden Blick haben von A wie Auto bis Z wie Zug, dazwischen Radfahren, Gehen und vor allem in die Zukunft blicken und keine partiellen Interessen vertreten, sondern uns ist es ein Anliegen, die Mobilität fit für die Zukunft zu machen, über den Tellerrand hinauszublicken, vorauszudenken, vorauszuschauen und da sind wir einzigartig in Österreich. Da gehört das Fliegen auch dazu. Da gehört das Fliegen auch dazu. Und ich begrüße die Journalistin Sibylle Hamann. Hallo. Hallo, Raimund. Sibylle Hamann hat im Falter diese Woche eine ausführliche Geschichte geschrieben. Wie ist eigentlich dieser Begriff entstanden, Flugscham? Der kommt im Artikel immer wieder vor, viele haben davon noch nie gehört davon. Ich würde vielleicht gern beginnen mit meinem eigenen Gefühl, das vielleicht einer Scham nahe kommt. Also es war ja für mich, wie wahrscheinlich für die meisten Menschen, Fliegen bis vor einigen Jahren eine sehr unschuldige Angelegenheit. Das hat man völlig selbstverständlich gemacht. Und je mehr man aufgeschlossen und weltoffen und überhaupt interessiert an der Welt gelebt hat, umso mehr ist man geflogen. Und mir ist erst vor relativ kurzer Zeit, vor einem Jahr etwa, dann gibt es ja diese Rechner, diese CO2-Rechner, wo man so eingibt, wie der eigene Lebensstil ist und was für einen Fußabdruck man da hinterlässt, was den CO2-Verbrauch betrifft. Und ich war wahnsinnig stolz und habe gedacht, da wird was Tolles rauskommen, weil ich esse ja total wenig Fleisch und wir haben bei der Heizung, achten wir total darauf, wie wir einheizen, haben kein Auto und sind total sparsam. Dann gebe ich meinen ganzen Lebensstil ein und war total schockiert darüber, was am Ende rauskommt. Weil meine komplette Klimabilanz wird komplett davon kaputt gehauen, dass ich vielleicht ein-, zweimal im Jahr ins Flugzeug steige. Also da kann ich mir mein ganzes, also veganes Essen kann ich mir sparen und dass ich kein Plastik verwende. Das ist das Einzige, was sozusagen bei mir wirklich völlig aus der Norm ist und was mich auch zu einem wesentlich umweltfressenderen Menschen macht als sogar den österreichischen Durchschnitt. Jetzt das ist, ja, das war dann tatsächlich ein Moment der Scham, um es einmal ganz allgemein zu formulieren. Jetzt mir, ehrlich gesagt, widerstrebt das ein bisschen, zu sagen, man muss sich genieren für etwas, was die Welt kleiner macht, was das Leben der Menschen bereichert. Man muss sich individuell genieren dafür. Völlig richtig. Da steckt ja nicht eine grundsätzliche Konsumfeindlichkeit dahinter, hinter dem Begriff. Nein. Ich glaube tatsächlich, dass Reisen und sich wohin bewegen und sich neuen Situationen aussetzen eine Sache ist, die wir unbedingt kultivieren müssen und noch viel mehr tun müssen als je zuvor. Was man nur sieht, wenn man sich den Massentourismus und diese Entwicklungen anschaut, ist es ja jetzt schon leider längst nicht mehr so, dass je weiter wir fliegen, desto mehr Exotik und desto mehr neue Erlebnisse kriegen wir dort, sondern wir fliegen ja oft um die Welt, nur um dort genau dieselben Konsumketten wieder zu finden und dort einzukaufen, wie wenn wir gleich zu Hause geblieben wären. Also ich würde immer ein Plädoyer halten für neue, fremde Erfahrungen, die aber nicht heutzutage zwangsläufig mit großen Distanzen einhergehen müssen. Aber wenn man andere Kontinente besucht, dann sind natürlich Distanzen zu überwinden. Christian Grazer, ist Fliegen wirklich so viel umweltschädlicher als Zugfahren, Autofahren zum Beispiel? Und da gibt es ganz klare Daten vom Umweltbundesamt pro Personenkilometer, also gemessen an der Distanz, die man zurücklegt, verursacht das Fliegen doppelt so viel CO2 wie ein Diesel-Pkw oder ein Benzin-Pkw und 15 Mal so viel CO2 wie die Bahn in Österreich. Und das ist, glaube ich, ein springender Punkt. Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr mobil sind in Zukunft. Ich glaube, es ist das Wesentliche, dass wir schauen, dass wir die Flüge, die Distanzen, die wir mit der Bahn zurücklegen können, auf die Bahn bringen. Und das ist bei manchen Destinationen geht das schon. Da ist das
Angebot gut. Ich denke nur an Wien, München, da sind Sie mit dem Zug in 4 Stunden von Zentrum zu Zentrum. Das ist beim Flugverkehr, darf man eines nicht vergessen, Sie fliegen, also zuerst fahren Sie zum Flughafen hinaus, dann kommen Sie am Flughafen an, der wiederum weit draußen ist und brauchen relativ lang. Die Gesamtreisezeit mit dem Fliegen ist bei solchen Strecken bei Weitem nicht so kurz, wie man oft glaubt. Das Zweite, was aber ganz wichtig ist, ist, dass die EU-Mitgliedstaaten und auch die EU als Ganzes sich endlich einmal überlegen muss, wie können wir europaweit ein Bahnnetz und ein Bahnangebot schaffen, dass eben die Europäerinnen und Europäer innerhalb Europa nicht so viel fliegen. Weil ganz viele Flüge, die wir in Europa haben, sind innereuropäische. Das, was ja oft, gebe ich dann völlig recht, auf einem anderen Kontinent kommen Sie mit einem anderen Verkehrsmittel in der Geschwindigkeit nicht. Völlig richtig. Aber wir haben für die Umwelt schon viel gewonnen, wenn wir es schaffen, innerhalb Europas möglichst viele dieser Distanzen auf die Bahn zu verlagern. Walter Reimann, sind die Airlines die größten Klimaschädiger unter den Verkehrsteilnehmern? Ja, ich glaube, über die Zahlen, über die konkreten kann man dann immer ein bisschen streiten oder interpretieren. Es kommt auf Auslastungsfaktoren an, sowohl beim Auto wie beim Flugzeug. Aber es ist unbestritten, dass natürlich der Flugverkehr ein großer Energieverbraucher ist und vor allem, dass es kaum Alternativen gibt zum fossilen Treibstoff. In den nächsten 20 bis 30 Jahren werden wir weder mit Strom oder mit anderen Energieträgern diese Flugzeuge bewegen können. Das ist uns bewusst, das ist ein wichtiges Thema. Das Thema ist aber natürlich jetzt aktuell so brisant geworden, weil natürlich der Flugverkehr und die Mobilität auch extrem zugenommen hat. Ich bin lang genug bei Austrian Airlines tätig, seit 1989. Die Welt hat damals anders ausgesehen. Und wenn wir jetzt Europa anschauen, wie der Low-Cost-Verkehr, diese Low-Cost-Gesellschaften sich entwickelt haben und die Mobilität zugenommen hat, auch das Verhalten der Gesellschaft, das ist natürlich schon ein enormer Wandel. Als Kollege von der VC hat richtig gesagt, die Alternative mit der Bahn ist natürlich eine attraktive, die wir auch gerne annehmen. Wir haben ein kleines Beispiel in Österreich gemacht, in dem wir unsere Flüge nach Linz eingestellt haben, in Kooperation mit der ÖBB durchführen. Gegen anfänglichen Widerstand der Politik funktioniert das bestens, sehr gut. Ich bin überzeugt, dass wir das weiter ausbauen können, aber es hängt natürlich von der Infrastruktur am Boden ab und auf der Bahn ab. Wir bräuchten das noch viel stärker Richtung Zentralosteuropa. Sprich Bahnhof, Flughafen mit Flughafenspange Richtung Budapest, Bratislava, auf andere Städte. Also wir haben hier absolut das Bewusstsein, dass das Thema angegangen werden muss. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Businessmodelle und wir als Austrian Airlines sind natürlich ein Netzwerk-Carrier, der ja 60 Staaten, 130 Destinationen anbietet und viele Passagiere vom Catchment Area Österreich oder Wien, aber auch Europa dann in die Welt transportieren möchte. Und da muss man halt einen guten Ausgleich finden zwischen den verschiedenen Transportmitteln. Könnte Fliegen umweltfreundlicher werden, wenn man technisch investiert in also Fliegen, Bereich? Ich glaube, es gibt keinen anderen Verkehrsträger, der so viel effizienter wird, was Treibstoffverbrauch betrifft. Wenn wir unsere Zahlen anschauen, wir haben das mehr als halbiert seit den 70er Jahren. Also der Treibstoffverbrauch wird immer weniger. Wir verbrauchen jetzt im Schnitt auf 100 Passagierkilometer 3,6 Liter oder so. Und wir haben neue Flugzeuge, die jetzt die Lufthansa-Gruppe gekauft hat, A350, Boeing 787, da kommt man schon auf 2,9 Liter. Aber trotzdem, wir werden immer ein großer Energieverbraucher bleiben. So ein Flugzeug in die Höhe zu bringen, braucht eine gewisse Energiedichte und da wird das notwendig sein. Also es wird nicht möglich sein, diese Treibstoffe komplett zu ersetzen. Alternative Treibstoffe sind natürlich schon ein Thema für uns, das wir uns genau anschauen, wo wir auch mitmachen wollen. Aber wir müssen einfach trachten, den Treibstoffverbrauch und damit den CO2-Ausstoß permanent zu reduzieren. Was aber unser ureigenstes Interesse ist, ja, um auch unsere Kosten natürlich sozusagen zu reduzieren, weil Treibstoff ein großer Kosten ist. Ich glaube, die Kosten sind ja ein sehr gutes Stichwort, weil das ist ja der Grund, warum der Flugverkehr in den vergangenen Jahrzehnten dermaßen stark zugenommen hat. Wir reden ja hier von jenem Verkehrssektor, der die stärksten Wachstumsraten hat. Und wenn wir uns nur die Europäische Union anschauen, 1990 80 Millionen Tonnen CO2 hat der Flugverkehr emittiert. Jetzt sind wir bei doppelt so viel, bei mehr als 160 Millionen Tonnen. Zum Vergleich, Österreich hat etwa 82 Millionen Tonnen pro Jahr, was wir emittieren. Also etwa das Doppelte von dem, was ein ganzer Staat mit Energie und mit Industrie und mit Landwirtschaft emittiert. Und diese
Dieses Wachstum ist schon die Folge, dass halt der Flugverkehr den Großteil der verursachten Schäden und Kosten nicht selber trägt, sondern auf die Allgemeinheit abschiebt. Das sind Gesundheitskosten, Gesundheitsschäden durch Lärm. Das sind die Umweltkosten, Klimakosten und, und. Und es ist absurd, dass gerade der Klimasünder Flugverkehr für seinen Treibstoff keine Mineralölsteuer zahlt. Autofahrer, der Diesel... Null. Ein Autofahrer, der Diesel tankt, der Benzin tankt, zahlt Mineralölsteuer. Ungefähr 40 Cent pro Liter im Schnitt. Die Bahn zahlt Energieabgabe, wenn sie fährt. Der Flugverkehr ist seit 1944 weltweit ausgenommen von dieser Besteuerung. Und ich habe mich in Vorbereitung der Sendung, der VZÖ beschäftigt sich mit dem Thema Flugverkehr schon sehr, sehr lange. Ja, und wir haben im Jahr 1997, vor also 22 Jahren, eine Publikation herausgegeben zu dem Thema. Der damalige Umweltminister hat festgestellt, es ist völlig unverständlich, ja geradezu absurd, dass Flugbenzin im Gegensatz zu anderen fossilen Treibstoffen nicht besteuert wird. Das war der Martin Bartenstein damals. Jetzt sind wir ein Vierteljahrhundert danach, hat sich da noch immer nichts geändert. Und das ist wirklich allerhöchste Zeit. Die EU-Kommission hat eine Studie beauftragt, ist die Woche geleakt worden, weil die EU-Kommission wollte es nicht veröffentlichen. Allein die Tatsache, dass das nicht besteuert wird, sind etwa 30 Milliarden Euro an indirekter Subvention, die der Flugverkehr in der Europäischen Union bekommt. Die Hauptnutzer sind nicht die Auer, das sind die Billigflieger. Das ist Ryanair und Konsorten. Denn je billiger das Ticket, umso mehr macht sozusagen der Steueranteil dann aus. Ist ja natürlich auch und gut für die Konsumenten, wenn das Ticket billig ist. Nicht wirklich, nein, weil langfristig ist es sehr teuer für uns Konsumenten. Langfristig, aber kurzfristig. Ich glaube, dazu muss man noch schnell sagen. Ich meine, die EU-Kommission hat ja eine klare Agenda, was Luftverkehr betrifft. Hat ja auch eine Strategie entworfen und hat sich selbst gefeiert, weil diese Mobilität so zugenommen hat und weil sie auch leistbar wurde für die Gesellschaft und für die Allgemeinheit. Der andere Effekt ist natürlich, wie der Grazer richtig sagt, die größte Gesellschaft in Europa ist derzeit Ryanair an der Passagierzahlen. Das Wachstum ist unvergleichlich. Wenn man große Gesellschaften wie Lufthansa Gruppe, Air France, KLM anschaut, sind die jetzt schon im Hintertreffen. Und das ist natürlich schon auch bedingt durch eine Nachfrage, die eben durch billigen Preis generiert wurde. Nur ein Wort zu dem Thema Treibstoff. Besteuerung. Ist haben also Sie richtig? Gutes Lobbying gemacht? Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht gemacht. Das ist keine Erfindung von uns. Das hat auch einen guten Grund und da sollte man die Diskussion sachlich führen. Der Grund, warum der Flugverkehr ausgenommen wurde von dieser Besteuerung, ist der, dass damals im Rahmen der ICAO, und das war weltweit, zwei Argumente berücksichtigt wurden. Das eine ist, dass man gesagt hat, der Flugverkehr finanziert seine gesamte Infrastruktur selbst und nicht über Steuermitteln. Während Bahn und Straße und so weiter aus Steuermitteln und Mineralölsteuer teilweise finanziert werden, zahlt der Luftverkehr seine Infrastruktur selbst, ob das Flughäfen sind, also das ist nutzerfinanziert. Und das zweite Thema ist, und das darf man nicht vergessen, die Bahn in Österreich, glaube ich, produziert 90% ihres Verkehrs domestik, also innerhalb Österreichs. Bei uns ist das umgekehrt. Die Internationalität des Luftverkehrs würde dazu führen, wenn man hier Insellösungen macht, dass die Wettbewerbsfähigkeit verloren geht. Und das ist weder ökologisch sinnvoll noch ökonomisch sinnvoll. Und darüber hinaus darf man nicht vergessen, wir haben ja Instrumente, wo wir hohe Kosten haben. Wir haben das Emissionshandelssystem in Europa für den Luftverkehr. Wir sind jetzt dabei, das sogenannte CORSIA, das ist Carbon Offset System für den internationalen Luftverkehr, also für internationale Flüge, zu etablieren. Da beginnen wir jetzt schon Daten zu liefern und ab 2021 tritt das in Kraft. Also es gibt Instrumente und der Luftverkehr ist sich auch bewusst, dass hier Handlungsbedarf ist. Aber das ist schon extrem, dass Kerosin nicht besteuert wird, oder? Diesel wird besteuert, Benzin wird besteuert. Es scheint extrem, wenn man es jetzt mit dem Autoverkehr oder mit anderen Verkehrsträgern vergleicht. Aber wie gesagt, wenn Sie die Bahn mit dem Luftverkehr vergleichen, wir zahlen die gesamte Infrastruktur, zahlt der Luftverkehr selbst. Das ist alles Abgaben. Umweltschäden, die sie verursachen, zahlt der Flugverkehr nicht. Und man muss schon dazu sagen, das ist ein Abkommen aus dem Jahr 1944, wo gesagt, das Chicagoer Abkommen, wo gesagt wurde, das Flugzeug ist halt ein neues Verkehrsmittel, müssen wir noch fördern. Jetzt, sorry. Wir verwehren uns auch nicht in der Diskussion. Ryanair zeigt, das ist kein armes Verkehrsmittel mehr, weil das noch gefördert werden muss. Und
Entschuldigung. Nein, ich würde ganz gerne die Auer in Schutz nehmen, weil ich glaube nämlich tatsächlich, es ist keine Frage, für die jetzt eine Fluglinie was kann. Es ist auch keine Frage, für die wir als Konsumenten schuld sind, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen. Nicht jeder Einzelne, der einsteigt in ein Flugzeug, ist schuld und die Fluglinien, die das System mit dem Leben sind, haben das auch nicht gemacht. Das ist tatsächlich wirklich eine Frage, wo Politik versagt. Ja? Weil wenn ich mir das aus Konsumentinnensicht anschaue und ich möchte nach Holland fahren oder nach Berlin und ich vergleiche die Preise, dann denke ich mir mit einem ganz normalen Hausverstand, da kann etwas nicht stimmen, dass das eine Verkehrsmittel, von dem ich jetzt nicht nur die Umweltschäden weiß, ein Drittel oder ein Viertel davon kostet, wie wenn ich in den Zug steige, wo ich weiß, dass das 20 Mal besser wäre. Also ein Sparschienenticket kostet 70 oder 80 Euro, wenn ich nach Berlin fahre. Mit dem Flugzeug komme ich um 20, 25 Euro hin. Wir hatten früher die perverse Situation, dass in einem staatwirtschaftlich gelenkten System wie der Sowjetunion ein Kilo Tomaten weniger gekostet hat als ein Flug und deswegen die georgischen Bäuerinnen von Georgien nach Moskau auf den Markt geflogen sind. Wir sind heute in einer ähnlichen Situation fast, dass das Krügel Bier in Bratislava so viel kostet wie, also in Schweden so viel kostet wie das Flugticket, um nach Bratislava zu fliegen, um dort ein Bier trinken zu können. Das machen ja auch viele Menschen, die fahren, saufen nach Bratislava, weil das Bier in Skandinavien so teuer ist. Da sind wir nämlich mit, ich will nur sagen, mit unserem seltsamen Versagen marktwirtschaftlicher Regeln schon fast dort, wo wir früher mal im Kommunismus waren. Das finde ich eigentlich einen sehr, sehr eigenartigen Befund. Ja, aber das hat nichts mit dem Thema Besteuerung zu tun. Und deswegen habe ich eingangs gesagt. Weil die Preise ja doch zu einem sehr großen Teil durch Steuern und Abgaben zustande kommen. Schon, aber und die Billigflieger sind ja deshalb in der Lage, so günstig anzubieten, nicht wegen der fehlenden Steuerbelastung, sondern deshalb, weil ihr Businessmodell und ihr Geschäftssystem auf ganz anderen Parametern aufgebaut ist als bei uns. Sie fliegen typischerweise Punkt zu Punkt, hochfrequent, beschäftigen Menschen mit, kann man durchaus sagen, prekären Arbeitsverhältnissen, werden subventioniert von Regionalflughäfen, wo sonst niemand hinfliegt. Also das lebt von ganz einem anderen Geschäftsmodell. Das ist aber staatliches Geld. Gerade bei den Subventionen für die Flughäfen steckt ja auch ganz viel Geld drinnen, das wir ja alle auch bezahlen. Ja, das sind ja alles Subventionen. Genau, das ist ja der Punkt sozusagen. Es ist eben der Flugverkehr nicht derjenige, der alles zahlt. Sie haben es jetzt selber auch angesprochen, Regionalflughäfen werden subventioniert mit viel Geld. Und noch einmal, es geht eher einfach auch um Fairness zwischen den Verkehrsträgern. Es kommt ja noch ein Punkt dazu. Flugtickets. Von der Umsatzsteuer, von der Mehrwertsteuer ausgenommen. Bahnticket, Bahnfahrer zahlen zumindest für den Teil, wo sie im eigenen Land unterwegs sind, Mehrwertsteuer. Das heißt, auch hier haben wir einen zusätzlichen Nachteil und auch das hat sich die EU-Kommission ja auch berechnen lassen. Für Inlandsverkehr zahlt der Flugverkehr mehr Mehrwertsteuer als die Bahn, wird um 13%. In Österreich ist der Inlandsverkehr überschaubar. Und ich glaube, das ist ja wichtig. Und die EU-Kommission, um das noch fertig sagen zu können, die EU-Kommission hat sich auch das angeschaut und hat gesagt, okay, was wäre, wenn auf Flugtickets 19% Mehrwertsteuer ist, das ist der Satz, den man in Deutschland hat. Das wären 40 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen und gleichzeitig etwa um 18% weniger Flugverkehr. Das heißt, das hat eine große Wirkung. Und man darf ein Punkt ist, glaube ich, auch noch wichtig in der Debatte, weil er oft untergeht. Es wird immer so getan, als würden alle fliegen. Das stimmt nicht. Ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher ist noch nie geflogen. Dann gibt es 50%, die fliegen aber auf das... Wenn es billiger wird, können natürlich mehr fliegen. Noch einmal, es ist schon billig. Wäre, es ist schon billig. Darf ich den einen Satz noch fertig sagen? Also 33%, jeder Dritte ist noch nie geflogen. 50% fliegen innerhalb von 12 Monaten einmal oder seltener. Und 17% fliegen sehr, sehr viel. Und das ist ja das, wir reden hier, also sehr viele verursachen wenig Schaden oder gar keinen Schaden und wenige fliegen so viel und verursachen den Schaden. Und da sind viele Manager dabei, da sind viele Wohlhabende dabei, da sind auch, wie wir jetzt im Standard gelesen haben, viele in der Politik dabei. Das heißt, wenn wir immer so sagen, das muss so billig sein, weil das wäre sozial gerecht, dann ist es die völlig falsche Seite. Wir müssen die Bahn ausbauen. International, wenn ich jetzt an Asien denke, an andere aufsteigende Regionen, ist natürlich die Zunahme des Flugverkehrs hängt damit zusammen, dass eine große Zahl von Menschen
aus der Armut in die Mittelklasse kommen und dann sagen, okay, sie möchten auch einmal von Peking nach Hongkong fliegen. Und das hat natürlich eine riesige Folge. Ich möchte jetzt ein bisschen, wir stehen vor Europawahlen, wir haben einen europäischen Wahlkampf, wieder in China. In China gibt es die Zunahme des Flugverkehrs, aber gleichzeitig gibt es ein unglaubliches Netz an Hochgeschwindigkeitszügen. Also es gibt beides, das wächst. Man kann jetzt diskutieren, warum, und man kann jetzt diskutieren, ob das ausbalanciert ist, aber das ist eine Tatsache. Was hindert die Europäer, den Flugverkehr rationaler zu organisieren? Und was hindert die Bahnlinien, wirklich Hochgeschwindigkeitsverbindungen, zu machen, die vergleichbar sind mit dem, was doch ein im Durchschnitt vieles ärmeres Land wie China zusammenbringt. Was ist das Problem der Europäer für den Flugverkehr? Im Flugverkehr gibt es ein bestes Beispiel, würde ich sagen, das ist die Luftraumkontrolle. Wir arbeiten seit 20 Jahren jetzt, also die Luftverkehrswirtschaft, daran, sozusagen die Luftraumüberwachung effizienter zu gestalten innerhalb Europas. Wir haben 28 Air Traffic Control Center in Europa. Man könnte das mit einem machen. Man würde sich viel Umweg ersparen. Schätzungen gehen davon aus, Kerosinverbrauch, CO2-Ausstoß ersparen. Und hier kann man die Schuld ganz klar nicht Europa zuordnen, sondern den Mitgliedstaaten. Das ist ein Politikum unter dem vorgeschobenen Argument der Souveränität. Kann man hier nichts machen. In Wahrheit geht es natürlich hier um nationale Interessen, auch um Gewerkschaften, die hier dahinter stehen. Das wäre ein Thema, was relativ schnell zu lösen wäre, was die Sicherheit erhöhen würde, was die Umweltverträglichkeit erhöhen würde und auch den Gesellschaften bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen geben würde. Also ein Auerflieger, der über Bratislava nach Wien fliegt, sagen wir aus Moskau, der muss in Bratislava in einem anderen Controller in Bratislava an den österreichischen Controller übergeben, und der österreichische Controller hat ihn dann ungefähr 2,5 Minuten, ich weiß nicht, es übertreibt vielleicht, bis zur Landung. Genau so ist es. Also gescheiter wäre, dass das gemeinsam gemacht wird. Natürlich, ja. Gut, was Sie aber jetzt schildern für den Flugverkehr ist, was die Bahn betrifft, dann natürlich noch viel extremer, weil wir können gerade an der Bahn sehen, wie hilflos Europa ist, wenn es Kleinstaaterei und Nationalismus gibt, so wie jetzt. Also die Bahn ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie das gewachsene Systeme sind, die ganz eng mit dem Nationalstaat jeweils verbunden sind, jeweils eine ganz eigene, lange Geschichte mit sich rumschleppen, auch eine enge Verbindung zu den jeweiligen Regierungen haben. Und wir haben, obwohl wir eine EU haben, ja, niemanden auf Ebene der Nationalstaaten, der gewillt ist, die Kompetenz dafür, ein übergeordnetes ein leistungsfähiges Bahnverkehrsnetz sich auszudenken und auch zu gestalten, an irgendjemanden zu übertragen, eine übergeordnete Instanz. Und an dieser Kleinstaaterei leiden wir bis heute. Was ich absurd finde zum Beispiel ist, man kann ja nicht einmal grenzüberschreitend vernünftig buchen im Bahnverkehr. Wenn ich versuche, halbwegs komplexe Bahnverbindungen für einen Familienurlaub mir zusammenzusuchen, wo mehrere europäische Staaten involviert sind. Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, da werden sich dann viele wahrscheinlich entscheiden. Das ist das riesige Defizit, das auch natürlich den Wettbewerb total erschwert und massiv behindert. Und das halte ich für einen wirklich tragischen. Ganz großen Aufholbedarf, und das betrifft die Einfachheit und die Zugänglichkeit. Und wir haben wirklich auch bei der Infrastruktur, es ist sozusagen die Konkurrenz. Der Pendlerzug in Belgien wird höher gewertet, aus belgischer Sicht natürlich klar, als der Fernzug, der von Wien nach Brüssel fahren möchte. Und damit gibt es auch den Nachtzug von Wien nach Brüssel nicht. Und ich denke, Gleise. Das ist kein wirklich europäisches Bahnnetz, sondern das ist ein Kleinstaatlerei-Bahnnetz. Wir brauchen mehr Europa. Ja, wir brauchen einfach ein mehr Europa, mehr gemeinsames Denken. Und dann kriegen wir das auch hin. Ja, wenn man sozusagen Europa als eines sieht, dann ist das sind das Inlandsverbindungen, jetzt sage ich mal, und die Inlandsverbindungen kriegt man gut hin. So wie man von Brüssel nach London jetzt in 2 Stunden mit dem Zug fahren kann. Ja, das ist etwas, was wir à la longue zwischen allen großen Städten Europas brauchen. Jetzt der wachsende Flugverkehr in Asien, ich komme wieder auf Asien zurück, hängt auch natürlich mit der Dynamik der Wirtschaft zusammen. Hängt damit zusammen und vermittelt auch das Gefühl, da ist eine dynamische Wirtschaft, das geht vorwärts für die Leute. Es werden dauernd riesige Flughäfen gebaut. In Istanbul ein gigantischer Flughafen, vor kurzem eröffnet worden. Peking hat jetzt schon einen riesengroßen Flughafen, also da könnten sich alle Europäer ein Beispiel nehmen. Es wird ein zweiter riesengroßer gebaut. Inwiefern ist das Umweltbewusstsein in Europa auch eine Bremse für die wirtschaftliche Dynamik, und an wirtschaftlicher Dynamik hängen Arbeitsplätze, hängt gutes Leben, oder
ist das, sollte das, dieses Umweltbewusstsein eher ein Ansporn zur technischen Erneuerung sein? Wie ist da die Balance? Also gerade der Flugverkehr ist doch ein wunderbares Beispiel, der zeigt, dass das umweltfreundlichere Verhalten auch wirtschaftlich mehr nützt. Schauen Sie sich an, wie viele Personen, und der Herr Reimann hat es ja auch vorher gesagt, wie viele Personen werden bei Ryanair beschäftigt und zu welchen Bedingungen? Und wie viele Personen sind im Bahnverkehr beispielsweise beschäftigt? Wir haben eine Bahnzulieferindustrie auch in Österreich. Ja. Es wird immer so getan, als würde sozusagen die Investition in ein umweltverträglicheres Verhalten oder in umweltverträglichere Technologien, die bringen in den hochentwickelten Ländern wie, oder Regionen wie eben auch Europa mehr Arbeitsplätze. Das ist eine Riesenchance, ja, und wir haben neben dieser wirtschaftlichen Komponente, denke ich, auch einfach eine verdammte Pflicht als Erwachsene, als Eltern, als Großeltern, ja, dass wir die Erde, diesen Planeten, in einem Zustand unseren Kindern hinterlassen, der lebenswert ist. Was sagen Sie? Wir haben nichts davon. Das ist eine Investition, die nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit geht. Und man sollte dieses Geld, was da in den Sand gesetzt wird, für zukunftsfähige Infrastrukturen und Technologien nutzen und lieber damit Schulen sanieren, ja, wenn man schon nicht in die Bahn investieren möchte, lieber Schulen sanieren als einen Flughafen ausbauen. Wie wichtig ist aus der Sicht der Auer diese dritte Landebahn, die heftig umstritten ist? Also aus Sicht der Austrian ist aktuelle dritte Landebahn nicht notwendig. Wir haben noch genug Platz, wiewohl wir momentan ja überflutet werden von Low-Cost-Gesellschaften. Es ist ja nicht nur die vorher genannte, es sind jetzt 4, 5, die extrem aggressiv sind. Ob das so bleiben wird und ob das der Markt aushält, weiß ich nicht. Aber also wir brauchen das aktuell nicht. Was man sich politisch wahrscheinlich schon überlegen muss, mittel- und langfristig, ist eines klar. Sie haben es vorher erwähnt, Flughafen Istanbul, 200 Millionen Passagiere, Flughafen Dubai mit 7 Runways, das sind Airports. Solche Dimensionen sind in Europa überhaupt nicht darstellbar. Es wird kaum ein Flughafen in Europa in dieser Dimension mehr gebaut werden können. Das heißt, die Kapazität sowohl in der Luft mit der Air Traffic Control, aber auch am Boden wird knapp werden. Dass der Flugverkehr weiter wächst, ich glaube, das wird jeder bestätigen, auch wenn wir noch so viel Steuer drauf geben. Das Mobilitätsbedürfnis ist da und das sind ja nicht nur wir Europäer. Diese Chinesen wollen ja auch nach Europa kommen und die werden auch kommen. Also wir müssen uns dafür wappnen und dann muss man sich schon überlegen, will man so einen Airport oder so einen Hub-Airport, wie wir ihn in Wien jetzt haben, erhalten und ausbauen, auch aus diesen Überlegungen Wirtschaftsstandort, Beschäftigung und so weiter oder nicht. Man kann natürlich auch mit dem bestehenden System das Auslangen finden, man kann sich dann andere Sachen überlegen mit Bratislava oder noch mehr Bahn. Diese Verlagerung, die wünschen wir uns auch. Das Linz-Beispiel habe ich vorher genannt, aber wir hätten gerne viel mehr Bahnanbindung, weil für uns als Austrian ist wichtig, dass der Passagier hier in Wien umsteigen kann und in unsere Langstreckenflüge einsteigen kann. Das ist für die Ryanair weniger relevant, für die fliegen Point to Point. Ob der mit der Bahn kommt oder mit dem Autobus oder mit dem Flugzeug ist für uns irrelevant. Und auf diesen Zubringerflügen, speziell jetzt Bundesländer, verdienen wir nicht wirklich Geld. Also das ist für uns sogar wirtschaftlich dann vorteilhaft. Sibylle, ist nicht ein bisschen die Gefahr, wenn wir sagen, man muss sich schämen, wenn man fliegt, dass man dann sagt, okay, all jene, die in Asien oder auch bei uns, die früher nicht fliegen konnten, weil es zu teuer war und die jetzt fliegen können, weil es billiger ist, die müssen sich schämen. Die Chinesen und die Inder sollen nach Europa kommen, sie können nach Europa fliegen und sobald sie hier angekommen sind mit dem Flugzeug, sollen sie Europa bereisen können mit Schnellzügen, die wir uns von der Dynamik der chinesischen im Schnellzügebauen abgeschaut haben, die zum Beispiel die Strecke Wien-Frankfurt in 3 oder 4 Stunden locker schaffen würden, wenn wir das auch so gut hinkriegen würden wie Sie. Woran scheitert es? Noch einmal, an der Kleinstaaterei, ja, an den einander widerstrebenden Interessen der einzelnen Nationalstaaten in Europa. Und ich fürchte, wenn ich jetzt an die kommenden Europawahlen denke, wo wir ja leider damit rechnen müssen, dass europaweit gerade die nationalistischen, populistischen Bewegungen erstarken werden, bin ich im Moment nicht sehr optimistisch, dass das die europäische Ebene sehr stärken wird und den Nationalismus zurückfahren. Hochgeschwindigkeitszüge, wäre das eine Antwort auf die ganze Problematik Flugverkehr, Klimaschädigung und diese Ineffizienz in dem Bereich, in dem wir jetzt sind? Ich glaube, wir brauchen viele Maßnahmen. Die eine
Lösung jetzt nicht brauchen. Und ich denke, weil gesagt worden ist, es wird automatisch, wir müssen damit rechnen, der Flugverkehr nimmt automatisch zu. Nein, dafür gibt es Politik. Dafür gibt es Politik, dass man Maßnahmen setzt, damit die Ziele, die man sich beispielsweise in Paris beim UN-Klimaabkommen gesetzt hat, Reduktion der Treibhausgasemissionen, auch erreichen kann. Wir brauchen und steuern heißt, Politik heißt lenken. Nicht einfach sozusagen den Markt einfach tun lassen, sondern eingreifen, lenken. Und wie gesagt, das kann aber in Europa wahrscheinlich nicht auf der Ebene der Nationalstaaten dafür passieren. Und das ist ja das Tolle, dass nach diesem grauenhaften Zweiten Weltkrieg sich die Staatschefs zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir schauen, dass wir ein gemeinsames Europa bilden. Ja? Und wir sollten aus dieser Menge an Talenten, dieser Menge an Potenzialen was machen. Nämlich was machen im Sinne unserer Zukunft. Wir werden sehen, was davon übrig bleibt nach dem großen Ansturm der Nationalisten, den wir zurzeit erleben. Das war der Falter-Talk. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Christian Grazer, bei Walter Reimann, bei Sibylle Hamann. Der Falter-Talk ist die Videoversion des Falter-Podcasts. Wenn Sie mit dem technisch klingenden Namen Podcast nichts anfangen können, dann empfehle ich, probieren Sie es doch einfach aus. Über eine Internetadresse geht das. Das ist ganz einfach. Das ist die Adresse www.falter.at/radio. Und Sie werden sehen, bei Ihren Enkelkindern oder bei Ihren Kindern machen Sie Eindruck, wenn Sie sich als Podcast-Experte bewähren. Der Falter-Podcast ist ja gratis. Den Falter gibt es jede Woche ganz traditionell im Postkasten, wenn Sie ihn abonniert haben. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.